es denn, ja. Dann eben unsere Fassade weiter basteln. So, jetzt kann ich hier aber tatsächlich nichts mehr abgeben, oder? Na komm, der Birkensapling, der kann auch hier bleiben erstmal. Wie viel Platz für Oak haben wir denn noch? Oh, da noch reichlich. Sollte ausreichen, hier was mitzunehmen. Oh, das schöne Gunpowder hier, da kann ich doch nicht liegen lassen. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal die Taschen leer. Was kann denn mal hier bleiben? Oh, ich kann doch das hier stecken. Wieder völlig blind, der Tobi. Trotzdem mal losziehen. Na, eigentlich, na doch, bei den Bäumen, die da unten, die kommen auch noch weg gleich. Ich denke mal, das passt dann nicht mehr in unser Inventar rein. Deswegen lasst mir das mal leeren gehen. Das soll mir eine Lehre sein, doch da die Taschen zu leeren. Aber schön hier schon geworden, schön viel geplättet auf jeden Fall, ja. Wenn du zurückblickst, so wie das vorher mal aussah, hier völlig verwildert oder so und eben noch deutlich mehr hügeliger, ja. Die ganze Chose hier, die ganze Angelegenheit, da ist das schon nicht verkehrt, was wir hier bisher alles so geleistet haben, ja. Muss ich mal sagen, ich muss mir ja immer mal ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen. Oder macht das immer mal wieder gerne. So, Platz für Modder haben wir hier auch nicht, aber draußen noch ein bisschen. Wo haben wir denn hier die Monster-Goodies? Ich glaube, die müssten, da sind die Kohlen, hier müssten die sein, genau. Und die Setzlinge hier unten, ja. Oh, haben wir auch zwei Stacks jetzt. Die Blümchen, die Äpfel können hier rein. Der Pilz kann hier mit rein. Wir haben aber noch ein bisschen Kraut hier, siehst du? Da müssen wir keinen Hunger so schnell erleiden mit dem, was wir noch da haben. Bloß Holz, was mache ich mit dem Holz, ey? Noch eine zweite Kiste machen? Hier so noch mit reinquetschen? Ja, erstmal. Ist das gar nicht mal so übel gedengelt, ja. Ein Oak. Wie sieht es denn hier aus? Da haben wir schon einen Oak. Kann raus. Bruze. Haben wir noch nicht weiter eingesackt gehabt. Dann kommt das hier rein. Und dann ist das ja schon ein bisschen, dann sieht das ja schon ein bisschen was besser aus hier. Die Kohlen können hier bleiben. Also hier im Inventar drinnen natürlich. Der Sound, der kann hier raus. Da rein. Und Modder bringe ich nach draußen. Da fehlt noch ein Sapling. Stapel. Zack. Ansonsten war das ja schon. Das Inventory, das ist gar nicht mal... Boah, wie ein Boss aufgekorkt, die Tür. Beidseitig gleich. Was wollte ich sagen? Achso, das Inventory, das ist gar nicht mal so groß, ja. Da hast du immer wieder Probleme dann irgendwann mal mit Platz. Die ist nach wie vor duster drinne. Besser mal das Schwert zücken. Da zückt er das Schwert. Aber hier auch keine Aussicht auf unser Schäfchen, ey. Schade, schade. Schade, schade. Hier haben wir noch Platz geschaffen gehabt. Okay, dich Motterklotz, dich lasse ich mal noch drinne. Das Eisen ist knapp, haben wir ja schon bemängelt gehabt. Ansonsten war das Bruze brauche ich oben auf dem Dach, denke mal. Später noch. Und warum bist denn du hier so abgeschnitten? Aber ich glaube, du bist mir auch vorher schon mal aufgefallen. Dann würde glatt sagen, dich nehme ich mir noch weg. Oder setze ich mir Laub dran? Nee, du kannst ruhig mit weg. Hab ich denn da nicht hier irgendwo eine Kiste gehabt? Da ist die? Da drinnen? Nee. Aber hier stand mal eine Kiste. Also eine Werkbank. Weil ich gerade sehe, unsere Axt da unten, die macht gerade wieder. Die reißt gerade wieder einen Arsch hoch, ja. Und zwar jetzt. Dann gehen wir mal hier. Ja, wir können ja hier quer über drüben drüber.
Und nicht genug davon. Oh, schmelzen gehen. Auf jeden Fall. Schmelzen gehen. Den restlichen Kluntatsch da auch noch einschmelzen, schnell mal. Und hier dann noch eine Halle ran. Ja, das wird auf jeden Fall kommen, denke mal. Lass ich mich hier durchbuddel, hier ein bisschen rein. Und dann da so eine Halle mache. Die Richtung entlang und da, wo wir dann hinten auch noch rauskommen. Bei unseren Kisten, da wo wir eben unter der Unterführung gewesen sind. Zwei, was ist denn hier los? Ich dachte, wir hatten mehr. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir hätten mindestens einen halben Stack noch da. Oder habe ich schon was eingeschmolzen gehabt? Und weiß halt nur nicht. Ah, cool. Wollte doch sagen, das geht doch gar nicht. Wir hatten doch noch ein bisschen was da. Hier noch irgendwo was vergessen, aber ich glaube nicht. Haben wir ja zuvor schon mal einen Glutsch gehabt. Ob wir da irgendwie was vergessen hatten. Und ich werde mir mal das Glöckchen, da läutet wieder zu laut. Ging auch gleich wieder in den Peakmeter da vorne rein. Ich sprang gleich wieder die rote LED an, ja. Das Glöckchen da gegenschellte. Gut, ja, dann ist das unser letztes Eisen, was wir hier haben. 24 Stück. Dann heißt das ja bald hier, Reisen. Reisen Sie, sonst weinen Sie. Zack, ach nee, wir waren da hinten bei den Bäumchen. Und, ich hätte irgendwie auch drin horsten können, unsere Axt zusammen. Wäre ja dann auch kein Thema gewesen. Bei unserer Werkbank drinnen. Da habe ich zwei hier reingepackt. Schaufeln haben wir da, Spitzhacken haben wir da. Noch eine Axt? Nee, ich glaube, die sollte erstmal reichen. Die sollte uns erstmal reichen. Und ich weiß nicht, wo unser Bett abgeblieben ist. Ich glaube, da oben irgendwo. Mal hinlatschen, holen das Ding. Und gleich mal hinhauen nochmal. Und dann nach der 100, ob es da weitergehen wird, das weiß ich auch nicht. Ich würde auch echt gerne eine Pause mal von Minecraft machen, weil ich denke mal, das tut dem Spiel auch gut, ne? Dass du hier mal etwas länger drin pausierst. Vielleicht 2-3 Monate mal. Vielleicht auch länger, vielleicht ein halbes Jahr, muss ich mal gucken. Aber jetzt zum Ende des Jahres hin, da läuft ja dann die 100 schon. Und was ich da mache, das weiß ich echt auch noch nicht. Da muss ich mal gucken. Da habe ich jetzt noch keinen Plan von. Oh, essen müssen wir auch. Aber erstmal pennen gehen. Schnell machen hier auf jeden Fall. Schon wieder mächtig finster geworden. Das Brot noch genommen, eigentlich wollte ich das mit der rechten Maustaste mir hinterwemsen, ja. Und dann mal pennen hier an. Nicht schlecht. So, weg mit die Kohle. Du kannst, naja, obwohl, wir kommen ja hier an einem Tag durch, denke mal, mit dem Holz. Ist ja bloß das Bäumchen hier, was ein bisschen gröber wieder ist, weil das ein Dark-Oak-Wood-Bäumchen ist. Ja, aber denke mal danach, da wird dann eine Pause, wäre schon nicht schlecht für Minecraft selbst, ja. Auch für mich, dass ich da dann eben mich mal auf die ganzen anderen Projekte, die noch so laufen, konzentrieren kann, mehr konzentrieren kann. Und ich hätte echt nie gedacht, dass ich so rausflacke mit Minecraft. Gut, jeden vierten Tag, das ist nicht gerade Flacken. Das muss man auch sagen, dazu sagen noch, ja. Aber ich dachte, als ich angefangen habe, gut, machst mal ein Video in einer Woche oder so vielleicht mal, ja. Und machst den anderen Schissel daneben weiter. Das hat mir gleich so eingenommen, hat das Spiel wieder von vornherein. Nach einer längeren Pause eben. Boah, das ist nicht verkehrt, ey. So, da oben, da fehlt doch noch ein Stückchen, oder? Haben wir rausgeboxt gekriegt? Ich glaube, da liegt bloß noch ein Holzklötzchen oben drauf. Ja, aber das sollte jetzt hier schön despawnen erstmal. Ich glaube, man hört schon wieder, wie meine Nase dichte wird. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich bin hier, weiß ich, wieder eine halbe Stunde am Zocken.
Schon ist der Kolben wieder dicht, Junge. Da kannst du die Uhr nachstellen. Gut, gut. Ja, dann mache ich mir da drinnen einfach mal so einen Durchgang. Ihr könnt ja mal anfangen zu graben hier. Wir machen aber erstmal unsere Bäume da hinten weg. Das Dach da hinten, das kann noch ein bisschen warten, denke mal. Erstmal Bäume wegmachen. Und dann ist das gut. Und dann da mal durchbuddeln, mal gucken. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie viel Platz wir denn da haben. Da müssten wir eigentlich reichlich Platz haben. Hier zwischen für so eine größere Halle, sowas stelle ich mir vor. Wie das allerdings zum Bauernhäuschen passt, das weiß ich auch nicht. Aber verkehrt ist ja so eine Halle auch nie. Und was wir da reinstellen, das weiß ich. Na, obwohl, man könnte ja da ein Portal drinne aufstellen, ja. Ein Ender, nee, ein Nether-Portal. Und so ein Enchanting Table eben auch hinzugefügt. Oder vielleicht zwei sogar. Mal gucken, wie viel. Ja, das hängt ja dann eben bloß zusammen mit den Diamanten. Ne? Mal gucken, wie viel wir davon ergattern können hier in näherer Umgebung, sag ich mal. Wie viel wir da ausgraben können von. Da müssen wir mal gucken. Aber das wäre schon nicht schlecht, da so eine Halle zwischen zu boxen, ey. Das stelle ich mir recht prima vor. Macht unsere Hütte wieder ein bisschen größer. Und so viel Arbeit macht das dann auch nicht. Wäre bloß cool, könnten wir endlich mal einen Kaktus irgendwo finden. Also eine Reise muss her. An der Oberfläche dann eben orientiert. Und eine Höhlentour eben auch nochmal. Das nimmt auch wieder Zeit in Anspruch. Bestimmt zwei Aufnahmen. Wenn ich jetzt hier in der 10. bin und 10 brauche für 100 Folgen oder so, dann sind zwei Aufnahmen echt schon viel. Dann sind zwei Aufnahmen etwa, was würde ich meinen, 20 Folgen vielleicht, ne? Denke ich doch mal. Und die gehen schon wieder los, ey. Das gibt doch gar nicht. Muss nachher noch den Klee, das ist der Matzi. Der wird auch Klee liebevoll genannt. Den muss ich nachher noch nach Hause fahren, weil der kommt wieder mitten in der Nacht nach Hause. Jetzt haben wir gerade einen Donnerstag. Wer gesagt, ist der 1. Dezember. Und da ist ein Donnerstag, ja. Müsste ein Donnerstag sein. Da kommt er dann immer nach Hause von Montage. Da fährt er mal quer durchs Land dann eben. Und kommt mitten in der Nacht nach Hause, also zu mir dann quasi. Ich fahre ihm dann erst zu sich nach Hause, weil ich hier recht günstig wohne für ihn oder für die Leute, die ihm da durch die Gegend karren, mit dem sie da generell immer durch die Gegend karren. Wohnen hier ja an der Bundesstraße, da ist das recht günstig, da setzen sie ihn dann hier bei mir vor der Haustür ab und dann fahre ich ihn doch, ja was wird das sein, 20 Kilometer weiter nach Hause. Und dann bin ich danach natürlich. Stört mir eigentlich nicht, aber ich darf natürlich im Straßenverkehr auch nicht zu müde sein. Genauso wenig wie ich betrunken sein darf. Soll nicht heißen, dass ich öfter mal betrunken unterwegs gewesen bin schon, ja? Als Halunke? Nee, da passe ich schon recht gut auf. Kam mal vor, dass man angetütert irgendwo mal hingebrezelt ist. Kurze Strecke. Aber so sehr dolle betrunken war ich da auch nicht. Also mit angetüdert meine ich dann vielleicht ja nach einem Bier oder so und einer halbstündigen Pause nach diesem Bier. Hast du mit Sicherheit dann schon ja das ein oder andere Hundertstel, Zehntel Promille in dir, ja, nach so einem Bier. Aber das geht ja immer noch. Ja, mal gucken, wie lang die Pause wird. Also ich denke mal, ich plane schon fest mit einer Pause jetzt. Nach der 100. Aber weiß noch nicht, wie lange. Mal gucken. Erstmal allen anderen Schüssel fertig kriegen. Auch das.
seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, seit 3-4 Jahren schon auf meinem Kanal rumlungert und hin und wieder mal kam was. Da habe ich auch noch viel Schissel da, der unbedingt mal gemacht werden muss, wie eine Project Cars-Folge, eine verschollene, ja. Da wo ich dann eben zu meinem Project Cars Special damals, glaube ich, im Mai 2015 war das. Und dass ich das immer noch so genau weiß, die Zeit dazu, ja. Da hatte ich dann hinten dran auch meine Online-Session hinterhergeschoben. Eine einstündige und die muss nun auch endlich mal zusammengehostet werden. Da wartet der Rob noch immer drauf. Aber das habe ich noch da, das gesamte Material dazu. Das war auch ein ziemlich schönes Rennen, ziemlich spannend auch, weil waren eben ein oder zwei Fahrer dabei, die etwa auf meinem gleichen Level fuhren. Und dadurch wird das ja dann immer erst richtig spannend, ja, so ein Rennen. Wenn du da so Leute hast, ja, die etwa auf deinem gleichen oder auf einem ähnlichen Level unterwegs sind, wie du selbst bist. Wäre ein super Video auf jeden Fall, aber eine Stunde hochzuladen bei 60 Bildern. Da muss ich wieder 3 Tage den Computer laufen lassen. Und das ist kein Scherz. Für ein Video. Das muss aber ebenfalls gemacht werden. Und dann kommen noch die Udo-Folgen, die ich auch irgendwann mal hier in Minecraft, glaube ich, angekündigt hatte. Auch noch nicht fertig gehorstet. Da lungert noch so einiges auf meiner Platte rum. Auf meinen Platten. Da habe ich es ja mittlerweile schon irgendwie verteilt, ja. Das ganze Zeugs, die ganzen Aufnahmen. Was ist denn hier schon wieder los? Ach so, ein Nachbar kommt gerade nach Hause. Okay. Okay. Mir gerade bloß gewundert, warum da so ein Krach draußen auf dem Flur ist, aber draußen unterhalten sie sich noch. Gut, Sonne geht da schon wieder unter. Na, noch nicht ganz. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Für den Baum hier sollte es ausreichen. Die Zeit, die uns verbleibt. Und ich glaube, das ist so ziemlich der letzte. Der da noch? Vielleicht die noch? 2, 3 Bäumchen oder so von den fetten hier. Und dann war das ja. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Kette. Oh, die Axt doch nicht gereicht. Ich wollte sagen, ich hätte auch mal Bock, irgendwie mit 2 Monitoren mal zu machen. Ich habe ja 2 da, wenn ich den Fernseher hier mitzähle, ja. So dass ich ja mir einfach mal in Twitter anmelde, vorher ankündige, wann Aufnahme ist oder so, dass man mir ein paar Fragen schicken kann, so oder sowas, die ich dann hier eben im Let's Play beantworte. Darauf hätte ich ja auch mal Bock. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht dann im nächsten Jahr. Vielleicht dann im nächsten Jahr, ja. So, weiten die Koje abgestellt hier drin. Cool. Noch ist Zeit, die Setzlinge. Ja, solange wie wir Platz haben, nehme ich das mal natürlich noch mit. Und dann können wir uns jetzt hier schon hinhauen. Nee, muss ich erst wieder ein Brot in der Hand halten. Jetzt aber, nee. Nee. Schön da hinten. Die ganzen Strahlen, die ganzen God Rays. Schick, schick. So, jetzt geht's. You can only sleep at night. Und Skelett leert. Aua, ja, ich hab dich doch gehört. Warum kann ich denn nicht eher pennen gehen? Das ging doch vorher immer. Jetzt kriegst du hier gleich Stress. Ich hab gleich auf der Mütze hier. Wenn du mal ein bisschen eine Sekunde zu spät dir hinlegen kannst, ja. Cool, der müsste eigentlich runtersegeln. Wenn ich den Block da entferne. Genau, das hat er auch getan. So, ich brauche hier erstmal eine Axt. Erstmal brauche ich hier eine Axt. Und wo ist unser rotes Schäfchen, ey? Keine Ahnung, keine Ahnung. Zack.
16, da waren es nur noch 16.